Ja, Braunsberg mit den Keltenwall. Ja, servus die Marlon und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal unterwegs. Ich war vor kurz bei der Donau und bei unserem Golfplatz. Da habe ich ein bisschen zugeschaut. Gatschig, da kommst du immer noch nicht zu. Und auch alles voller Gößen. Es ist ein Horror. Da haben wir gedacht, ich habe ja schon mal gesagt, ich will ein bisschen was von meiner Gegend sagen. Und jetzt schauen wir auf den Braunsberg, da zeige ich euch diesen Keltenwald, der da nachgebaut worden ist. Da ist auch der gewisse Keltenweg auf, nur da ist auch alles gatschig. Also fahren wir mit dem Auto, schauen wir uns das einmal so an. Ne? Ah, da werden wir jetzt ein paar Serpentinen aufgefahren. Da sind auch früher diese Braunsberg-Rallys gewesen, die gibt es leider nicht mehr. So Zeit vornehm da auf dem Braunsberg. Schaut drum, war immer lustig. Ja, und schon langsam kommen wir rauf. Da sind ein paar mit Segelflieger. Da unten sieht man schon den Keltenwald, aber den schauen wir uns eh gleich näher an. Wir fahren jetzt einmal ganz rauf auf dem Aussichtspunkt. Und dann gehen wir da gemütlich runter. Da haben wir jetzt einmal einen Ausblick über Hainburg. Also das zahlt sich da drüben noch weiter, seht ihr dann später noch. Da oben haben wir unseren Schlossberg und das Ganze, was da oben seht, ist quasi mein Hausberg. Der zieht sich bis da unten hin. Ja, wir wandern da jetzt einmal auf die Seitenvierer und was die wenigsten wissen, dass da unten eigentlich eine Höhle ist. Schauen wir mal, vielleicht schauen wir dorthin. Ich weiß nicht, ob man zubekommt. Ich meine, die Höhle ist sowieso abgesperrt. Aber ich war da schon mal drin. Ja, da haben sie einen Teil aufgebrochen gehabt, weil es zwei Eingänge gibt. Da habe ich mich mal durchgezwängt. Muss ich mal schauen, ob es das Video noch gibt, dann verlinke ich es da oben. Ja, da ist auch noch so ein Gedenkstein. Den schauen wir uns auch gleich an. Na, da geht es jetzt ein Stück weiter und dann schauen wir mal zur Höhle. Oh, das geht da so ein kleiner Trampelpfad runter. Da war ich schon länger nicht da. Ein paar Gößen schwimmen um. Zum Glück habe ich mich vorher ein bisschen eingespült. Ja, und da mittendrin versteckt ist die Höhle. Da ist der Eingang natürlich versperrt. Die 29, 21, 6. Ja, ich habe leider keinen dabei, da werden wir auch nicht viel sehen. So, letzter Blick nochmal und gehen wir wieder retour und rauf. Da riecht es ein bisschen nach Schwamm rum, auch nicht schlecht. Da habe ich gehört, dass man jetzt da nach Hainburg auch gehen. Da kommt man beim Golfplatz raus und wir gehen da wieder retour rauf und schauen sich den Keltenwall an. Ja, wir sind jetzt wieder hervor und jetzt schauen wir weiter Richtung zu den Keltenwall. Ah, da gibt es einen mittleren Weg hier, müssen wir nicht auf der Straße gehen.
ja, das da im Hintergrund ist jetzt dieser Nachbau, der Keltenwall. Der war natürlich unendlich lang, aber das hat man so pro forma nachträglich aufgebaut. Dass man sieht, wie sowas ausschaut. Und das war so ein Turm quasi, wo man die Aussicht gehabt hat, gigantisch. Und da geht es natürlich noch auf und das schauen wir sich an. So, jetzt machen wir einen 360 Grad Blick. Da drüben der Berg ist schon Bratislava. Ja, die Dachkonstruktion hier natürlich auch so nachgebaut worden mit Holznägeln. Klar, der Rest ist geschraubt und genagelt. Ja, da drüben sieht man schon diese Renaturnierung, was da gemacht worden ist. Dass eigentlich der da schön durchrennen kann, was dann da wieder in die Donau mündet. Den habt ihr auch schon bei einem Video gesehen, da habe ich da oben gefilmt, da waren wir unterisch. Da waren wir bei der Ruine Rötelstein waren. Ja, wie gesagt, das ist mein ganzes Areal da in der Au. Das ist zwar nicht so riesig groß, man, es ist schon riesig groß, es geht auf bis Wien natürlich. Ja, ich muss sagen, wunderschöne Gegend da, bin echt froh, dass ich da wohne. Und ja, ich würde sagen, schauen wir da noch mal Stickel 4. Ehrlich gesagt, ich war da vorne noch nie. Schauen wir mal, ob wir dort einen schönen Ausblick haben. Leider Schubverband. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr weiter, das bringt nicht viel, weil dann bin ich mitten im Wald. Heißt, da sehe ich dann auch nichts mehr. Ja, muss ich langsam wieder retour gehen. Ah, ich glaube, ich werde auf den Keltenwall noch mal gehen und werde mir ein Käfchen genehmigen. Jetzt ist der Greifvogel. Der nutzt die Thermik vom Berg natürlich. Er schraubt sich da gemütlich in die Höhe. Ah, die zwei haben ein bisschen einen Kampf, glaube ich. Der Kleine geht am Großen los. Das ist sein Revier. Die auf der Busse sein und der Volk. Sorry, Prost, Freunde. Ja, Freunde, ich bin herum. Ich meine, ich bin herum wieder angekommen. Da hinten steht auch schon meine Droschke. Und jetzt werde ich das Ganze schon langsam aufhören. Kein Heavy Answer. Wahnsinn. Die Hitze. Dann auch noch bergauf. Das hängt ja. Ja, aber was soll's. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Malung und Pfiat euch.